Moment, wo ist denn das? Also wir müssen erstmal mit dem reden. Ich bin's wieder. Oh ja? So, wir wollen natürlich noch... Was denn? Oh ja? Nein, bin ich nicht. Man sieht sich. Okay. Ich hätte gern einen Warlock Surprise. Einen Moment bitte. Meine Idee sieht folgendermaßen aus. Wir verstopfen das Fass und wenn er das nicht mehr benutzen will, dann steckt er das bestimmt irgendwie weg oder so. Oder wir können es einstecken, ich weiß nicht. Das scheint zu gehen, oder? Ach geil, super, wir kriegen das Fass. Ich bin begeistert. Ich habe den Zapfen am Fass mit dem Wachs blockiert. Schön. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Warte hier, ich habe etwas für dich. Was? Jetzt hat er gemerkt, dass... Ah, super, okay. Er hat jetzt gemerkt, dass es nicht funktioniert und deswegen hat es weggestellt. Das ist spitze. Ja, was hast du denn für mich? Hey, Kleiner, bring deinem Vater eines dieser Prospekte mit heim. Ah, okay. Party Time im betrunkenen Druiden. Yeah. Bier für ein Goldstück pro Krug. Außerdem klebt ein Freibiergutschein dran. Juhu. Okay, schauen wir uns den mal an. Das ist ein Gutschein für ein Glas Bier im betrunkenen Druiden. Können wir den vielleicht gleich einlösen? Ich hätte gerne ein Freibier. Sorry, das gilt erst ab morgen. Okay, schade. Aber jetzt steht draußen das Bierfass hoffentlich irgendwo. Ich hoffe, der hat es jetzt nicht gleich weggestellt oder so. Okay, ich will noch mal kurz das bei den Magiern probieren. Eigentlich ist es ziemlich egal, ob wir das jetzt machen oder nicht, aber... Ich glaube, hier nützt das nicht viel. Okay, schade. Der kleine Mann mit den Sätzen... Hätte ja sein können, dass da noch irgendwas, weil die ja mal gesagt haben, wir sind zu jung. Du trägst ja nicht mal einen Bart oder so. Okay, dann... Können wir jetzt bei den Zwergen weitermachen, hoffe ich. Denn ich hoffe... Genau, das Bierfass steht hier. Denn ich hoffe, dass das die ange... Ja. Ein Glück, dass ich einen so großen Hut habe. Gut, dass auch mal drauf hingewiesen wird. Denn ich hoffe, dass das Bier eine angemessene Bestechung ist für unseren Freund. Deswegen... Ab zur Zwergmine! La 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 la. So, nimm nicht benutze, trage den Bart. Genau. Wow, sehr hilfreich, kratzt nur ein wenig. Macht nix, Simon. Ich merk's nicht. Okay, wieder rein. Das sieht aber auch echt beschissen aus, der Bart an Simon, oder? Dieses komische Bläuliche da. Hallo, mein Freund! Bonjour! Wie laut ist das Passwort? Sag mal, ich war da schon mal drin. Willst du mich verarschen? Was haben wir denn eigentlich? Aas, abartig, Abbau, Arkansas, Abbild. Ah ja, ist klar. Das ist ja auch unglaublich schwer, das ja auszusuchen aus den... Ist es... Bier? Du kannst rein. Na endlich. Okay. Dann haben wir das jetzt und wollen mal schauen, ob sich der Zwerg mit dem Bier zufrieden gibt. Dass der zugestöpselt ist eigentlich, aber macht ja nichts. Hast du Lust auf ein Bier? Ja! Ich bin im Dienst. Na komm, ein Schlückchen in Ehren. Jawohl! Bringst du es herunter? Na klar! Okidoki! Hier lang! Okay, damit ist der Weg dort schon mal frei. Das ist schon mal gut. Bring es hierher. Ja, ja, ich komme ja schon. Was trinken die eigentlich gerade? Es ist doch noch kein Fass da. Nun, wie wäre es mit einem kleinen Gelage? Saufgelage! Jawohl, ich möchte gerne mittrinken. Gib mir auch was. Er sieht betrunken aus. Der hat doch gerade erst angefangen. Er ist wirklich stockbesoffen. Der hat doch gerade erst... Was? Der hat doch gerade erst angefangen zu trinken. Der muss doch nur irgendwie ansprechbar sein. Ich dachte, Zwerge vertragen was. Okay. Dann, ich hoffe, der ist jetzt hier, der lässt mich jetzt in Ruhe. Ich weiß es nicht, aber der hat ja vorhin schon so rumgezetert. Wache! Wache! Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Ah. Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Mir fiel gerade auf, da war ja noch eine Flasche. Die habe ich gar nicht ausprobiert. Gut, dass das nicht laut ist hier. Nein. Okay. Reden wir einfach mal mit dem...
Wir reden erstmal mit dem hier hinten, damit er aufhört zu bohren. Das ist ja schrecklich. Hallo? Der kann mich über sein Bohren nicht hören. Ach, tatsächlich. Ja, nach unten scheinen wir ja nicht zu kommen, wie es aussieht. Aber zumindest das Reden klappt aus der Entfernung. Gut, probieren wir es mal mit dem. Hallo, wir sind da stehen. Entschuldigung? Ja. Sieht so ein bisschen aus wie Kurt Beck, finde ich, aus der Entfernung. Und klingt wie der Holzwurm. Okay, dann schauen wir mal. Ich hoffte auf eine bedeutungsvolle Frage. Was? Habe ich auch nicht verstanden. Ist egal, Zwerglein. Also, wie lange bist du schon ein Zwerg? Als Mann oder Kind? Niemals in meinem Leben höher als 4 Fuß. Was? Was? Niemals? Nein, niemals. Was? Niemals? Nun, Hamburg, kaum. Ich hab's jetzt akustisch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie, Simon hat gefragt, wie lange er schon ein Zwerg ist, und er meinte dann, als Mann oder Kind nie länger als 4 Fuß. Das ist dumm. Ja gut, egal. Wohin führt diese Tür? Zur Schatzkammer. Alle unsere Schätze sind da drinnen. Ein paar Dehnübungen wären nicht schlecht. Was? Vorsicht! Ich habe noch nie einen Zweikampf verloren. Was? Niemals? Nein. Ja, das sind unglaublich gehaltvolle Gespräche hier, aber das könnte uns hier interessieren. Weißt du, wo ich den Schlüssel finden kann? Nun, die heutige Schlüsselwache ist, okay. Du weißt, wie das ist. Ach, das war die Schuss. Okay. Schauen wir nochmal, ob wir mit denen hier reden können. Ich will hier weg. Das ist ja schrecklich. Hallo? Da ist die. Okay, der hat überhaupt nichts zu melden. Gut, ja, die Tür probiere ich gar nicht erst. Wir brauchen einen Schlüssel. Boah, ich hoffe, ich schreie jetzt nicht zu laut ins Mikro, weil es einfach hier... Oh. Sorry Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt viel zu laut ans Mikro geschrien habe, aber das war echt ätzend laut gerade bei mir auf dem Ohr. Das war ja Lärmbelästigung ohne Ende. Okay, er liegt hier betrunken im Keller. Dann schauen wir mal, das wird ja dann wohl der hier sein. Wir müssen ihn irgendwie wach kriegen. Entschuldigung. Ich glaube, er schläft. Tatsächlich, du sollst ihn ja wecken, Mann. Okay. Wenn der Eimer noch mit Wasser gefüllt wäre, das wäre natürlich perfekt. Vielleicht wacht er ja auf, wenn er am Sumpf Dingens riecht, hier an der Sumpfsuppe. Noch einer ein Bier? Okay, scheint nicht zu klappen. Vielleicht der Rauch oder sowas? Das geht doch so nicht. Hätte er sein können. Oder willst du mal wieder an dem schlafenden Zwerg hier rumschneiden? Das geht doch so nicht. Schade. Okay, was haben wir noch? Bart, Stein, Metalldetektor. Na eben, ich bin doch hier eigentlich, weil ich nach dem Meteorit suchen will. Aber erstmal versuche ich den zu wecken. Das geht doch so nicht. Schade. Okay, unten ist auch nichts mehr. Moment. Das habe ich noch nicht probiert. Ach, das klappt. Ist ja cool. Ach, okay. Und da ist der Schlüssel. Na dann. Nee, danke. Ich nehme den Schlüssel. Das reicht mir. Nee, was mir gerade noch auffiel oben, da stand ja noch diese einzelne Flasche. Die hätten wir eigentlich auch noch versuchen können, einzusammeln. Ich nehme aber mal an, dass das nicht klappen wird, weil der Zwerg direkt daneben sitzt hier. Der Speer scheint ja nicht anwählbar zu sein. Der sieht eigentlich schick aus, aber naja. Das gehört mir nicht. Alter, als ob dich das stören würde. Du hast gerade die Ware hier beklaut und den Schlüssel weggenommen. Waffe! Ja, ja. Waffe! Sei still. Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Ich finde die Wache irgendwie, diesen Zwerg irgendwie lustig, der immer rumzetert. Okay, wir benutzen mal den Schlüssel, um hier ganz schnell wegzukommen. Los raus hier, Simon! Sei still! Oh ja. Wer bist du denn? Hey, zieh Leine! Unbefugten ist der Aufenthalt hier untersagt. Was? Wer bist du denn? Ich will dir ein Angebot machen. Wirklich? Was für ein Angebot? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich dachte, du würdest das wissen. Du vergeudest deine Zeit. Zieh Leine! Nein!
Lass mich! Nein, ich will nicht in den Krach zurück! Nein! Und bleib draußen! Nein! Wieder rein! Lass mich rein! Ich will wieder rein! Oh Gott! Ich will von dem Krach weg! Sei still! Ja! Bist du so schwer von Begriff? Ah. Verschwinde! Kannst du dir mich irgendwie eins draufkloppen oder so? Du bist es betreut, da bin ich wieder. Nein, du musst dich irren. Verschwinde, bevor ich dich in hohem Bogen rauswerfe. Was soll ich denn mit dem machen? Verdammt. Ich hab keine Ahnung, ehrlich. Bleib draußen. Was mach ich denn mit dem? Dass ich jedes Mal den Schlüssel benutzen muss, nervt mich auch. Ich muss doch irgendwas mit dem Kerl anstellen können. Sei still! Bist du so schwer von Begriff? Ja! Verschwinde! Nein, werde ich nicht. Du wirst es bereuen. Da hast du aber recht. Achso, dann geht er wahrscheinlich einfach, nehme ich mal so an. Du würdest es bereuen. Warum? Weil ich dir ein absolut einmaliges Angebot mache. Was für ein Angebot? Okay, gucken wir mal. Das erste hatten wir schon probiert. Es ist mir im Moment entfallen. Ich habe etwas in meinem Inventar, das du möchtest. Ich könnte schon... Was, du könntest schon... Aha. Ich habe etwas in meinem Inventar, das du möchtest. Was ist das? Nun... Wollen wir es nochmal mit Bier probieren? Das ist ein Gutschein für ein Glas Bier im betrunkenen Druiden. Ja, probier das mal. Jawoll! Was ist das? Double Time im betrunkenen Druiden. Und freier Eintritt. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ach, spitze. Ist ja geil. Hübsche Juwelen, die du da hast. Na gut, einen sollst du haben. Jawoll. Das ist gut. Lauf mal einen Meter schneller. In deinem sexy Lederhöschen. Komm schon. Verschwinde endlich. Danke. Wunderbar. Und bleib draußen. Ja, ja. Ist ja gut. Okay, wir haben ein Juwel. Das ist schön. Aber wir haben nicht... Ach, Mensch, jetzt erstmal von dem Krach weg hier. Ich finde auch toll, dass es ihn überhaupt nicht interessiert, wenn wir dann wieder zurückkommen. Wir haben ein Juwel gekriegt. Ich habe auch eine Idee, was wir damit machen können. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Das, was ich eigentlich haben wollte, habe ich aber noch nicht, und zwar das Milrit. Deswegen probiere ich mal, diesen Metalldetektor zu benutzen. Muss ja eigentlich in der Mine, ist ja eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit, irgendwie sowas zu kriegen, oder? Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Scheiße. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück ins Dorf, damit ich das probieren kann, was ich will. Da will ich zwei Sachen probieren jetzt. Okay, benutze die Karte. Zurück ins Dorf. Nebenan zum Bauchladenkrämer. Unser Edelstein sollte doch was wert sein. Ich hoffe, der will den mal haben. Wir haben ansonsten eigentlich nichts von Wert. Das sind ja eigentlich total sinnlose Gegenstände größtenteils. Aber so ein Juwel, da kann er auch eigentlich nicht Nein sagen zu, oder? So, da sind sie ja wieder. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Nein! Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Bitte lass das klappen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Nicht? Wollen Sie nun etwas oder nicht? Du sollst das Juwel kaufen. Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Kauf das Juwel von mir. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ah! Wollen Sie nun etwas oder nicht? Ich hasse dich. Ich will Geld. Ich will das Juwel verkaufen. Nein, eigentlich nicht. Tschüss. Wer braucht sie schon? Ach du Arsch, halt die Klappe. Der nervt mich, der Kerl. Der geht mir so auf den Keks. Sieht aus wie ein Klumpen Kryptonit. Was, Kryptonit? Na, lass das mal nicht Superman hören. Okay, das andere, was ich probieren will, können wir gleich hier drüben machen. Und zwar haben wir doch hier dieses, Dingens damit drin hier, das Fossil. Und irgendwie müssen wir den Stein drumherum aufbrechen und vielleicht kann uns der Schmied dabei helfen, weil er ja hier die ganze Zeit rumprügelt. Ich meine, der hat ja Kraft, der Kerl. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Okay, das klappt nicht. Vielleicht einfach geben? Ja? Das
scheint zu klappen. Er hat noch nichts gesagt. Ach, Spitze. Was? Okay. Ja, schön. Wir haben ein Fossil. Das ist das Spitze. Ich fand das Geräusch auch spitze. Und wie er so ganz selbstverständlich einfach mal so nebenbei da drauf zimmert auf das Ding. Okay. Kannst du vielleicht irgendwas mit dem Juwel anfangen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht kann er da irgendwas draus machen. Ich meine, er sieht nicht gerade aus wie ein Goldschmied, aber... Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Schade, schade. Okay, dann gehen wir erstmal zu Indiana Jones, würde ich sagen. Und geben dem das Fossil. Zentrum des Waldes. Wie komme ich denn da am besten hin? Baum der Eule, Zentrum des Waldes, glaube ich, ne? Ja, geh mal genau da lang, wo du gerade hergekommen bist. Jawohl!